Ja, hallo zusammen, liebes Espresso TV Publikum. Jetzt haben wir hier wunderschöne Maschine, die Rocket R58 Dual Boiler Version, die neueste, die ist jetzt November 2013 und jetzt wollte ich einfach mal die Inbetriebnahme zeigen, wie man bei sowas vorgeht. Zuerst mal Wasser in den Wassertank füllen, der befindet sich hier, der Wassertank. Jetzt ist es wichtig, hier unten hat es so ein Nadelventil, sodass man das herausnehmen kann. Man kann aber auch einfach den Wassertank drin lassen. Ich zeige jetzt einfach nur mal die Erstinbetriebnahme. Und wenn ich jetzt den hier rein drücke, muss ich schauen, dass der ganz runter geht. Das ist das Erste. Dann im zweiten Schritt sollte ich mir einen Reservebehälter Wasser zurechtstellen. Der fehlt mir noch, den hole ich jetzt gleich. Und im dritten Schritt dann erst die Maschine anschalten. Warum soll ich das so machen? Weil die Boiler ja jetzt leer sind. Also saugt die Maschine Wasser und dann, wenn der Wassertank leer ist und die Inbetriebnahme unterbrochen wird, ist das immer ein bisschen doof. Deshalb einfach Wasserreserve hinstellen. Okay, dann machen wir jetzt kurz einen Cut und bis gleich. Okay, Step 2. Jetzt schalte ich hier einmal an und guck mal, ob was passiert. Passiert nichts. Warum passiert nichts? Aha, kann ich euch verraten. Da gibt es nämlich einen Trick, der heißt Stecker in Steckdose. Okay. So, Stecker in Steckdose jetzt nochmal. Mache ich an und jetzt betätige ich hier mal den Hebel, damit die Pumpe anfängt zu saugen. Okay, und jetzt sehe ich schon, aha, das Niveau im Wassertank wird weniger und weniger, also irgendwann muss ich da natürlich dann etwas nachschütten. Und darum habe ich mir einfach aus einer zweiten Maschine einen zweiten Wassertank genommen, geht natürlich auch eleganter. Und dann kann man hier entsprechend nachleeren. So. Jetzt ist der Wassertank gefüllt und jetzt im nächsten Schritt kann ich dieses PID anstecken. Hat hier eine Schnittstelle, schaut aus wie RS-232 Schnittstelle, die man früher noch kennt, von Monitor Computer. Das muss ich natürlich treffen. Ich habe es getroffen und jetzt zeigt es hier nichts an, also da ist nichts defekt. Ich muss jetzt einfach nur noch einmal ausschalten und nochmal anschalten. Schon erscheint hier die ganze Funktionsreihe. Wenn ich jetzt hier mehrere Sekunden auf der rechten Taste bleibe, komme ich in den Programmiermodus. Language Great Britain US gefällt mir nicht. Ich möchte es jetzt eher ISE ist Schwedisch-Deutsch. Okay, Deutsch passt mir. Betrieb mit Wasserbehälter, ja. Kann ich dann auch hier wählen. Über Wassernetz will ich aber nicht. Ich will es mit Tank jetzt betreiben. Servicekessel heizt, ja, das bedeutet Dampfboiler heizt. Nächster Schritt, Temperatur, Grad Celsius passt, gefällt mir. Temperatur Brühkessel, das ist die Espresso-Temperatur 105. Da gehe ich mal auf 106 Grad, weil ich habe ein bisschen dunklere Röstung, je dunkler die Röstung, umso höher gehe ich dann mit der Temperatur. Beim Dampf habe ich die Erfahrung gemacht, so 125 Grad ist optimal. Das heißt, da gehe ich jetzt hier hoch. So, und das war's schon. Und um das Ganze zu bestätigen, switche ich die Maschine aus und switche wieder an. Und schon hat es alles übernommen. Und das ist sozusagen die Erstinbetriebnahme. Was jetzt noch fehlt, ist die Kleinigkeit. Hier Deckel wieder draufsetzen und warten, bis die Brühgruppe heiß wird. Und dann sehen wir es jetzt gleich nochmal, indem ich einfach nochmal zeige, wie sie arbeitet, die 58. Okay, also bis gleich, ciao.